Exitus. Ich gehe mal jetzt eben zum nächsten Datacron hin, damit ihr seht, wo das ist. Hier ist es. Auf das darf ich jetzt zugreifen, weil da ist ein Matrix-Splitter drin. Hallo Leute. Jemand muss hier mal sauber machen. Alles klar. Jetzt gehen wir zum letzten Grab. Oder waren wir alle jetzt schon gewesen? Bitte melden. Hol die Scherbe aus. Ah, aus der Vorkammer. Aber erst einmal noch mal wieder hier hin und gucken jetzt hier. Ich habe hier Ausrüstungsgegenstände bekommen. Sind die besser, wie die ich anhabe? Schlechter? Schlechter. Okay. Da ist normalerweise Handwerksmaterial drin. Kristalle kann ich verkaufen. Okay. Benötigen Sie medizinische Hilfe? Schrott verkaufen. Das kann ich auch alles verkaufen. Sehr schön. Leben Sie wohl. Sind ein paar Gegner. Wir müssen auf die andere Seite. Zack. Da haben wir noch einen. Bam. Das ist zu Zack. Einfach. Alles klar. Da steht noch ein umprogrammierter Droide und so ein Weg. Hasta la vista, Baby. Jemand muss hier mal sauber machen. Okay. Hier ist ja echt gut was los, würde ich sagen. Keine Herausforderung für mich. Okay, wir sind da. Wo ist die Scherbe? In die Richtung. Ich habe eigentlich mit Angriff gerechnet, nicht, dass der mich sieht, aber irgendwie sieht er mich gar nicht. Die Frühfreuden, ne? Volltreffer! Und wieder Gehirn. Lecker. So, wo? Warte mal, warte mal. Wir müssen jetzt in die Richtung. Ja, an die wieder vorbei. Keine Herausforderung für mich. Okay. Das wäre geschafft. Wir haben das für Datenbares erledigt. Gut, ich könnte jetzt, warte mal, die Hassmaschine, Heldenmission, schaffen wir die alleine? Was meint ihr? Ihr Herr Akolith. Der Wind draußen hat mein Gehör zerfetzt und meine Augen sind blutunterlaufen und erschöpft von all der Dunkelheit. Ich studiere dieses Grab seit Jahren, habe auf seinen Steinen geschlafen und von seinen Tiefen geträumt. Jetzt brauche ich Hilfe, um sein letztes Rätsel zu lösen. Ich möchte einen Namen hören. Na los. Ich bin Efrensel. Seit Generationen studiert meine Familie die Gräber auf Korriban, reist von einem zum nächsten und erforscht die Geschichte der Sith. Dieses Grab ist die letzte Ruhestätte von Tulak Hort. Das Labyrinth des Grabs wurde nach genauen Vorgaben erbaut. Er hat dieses Labyrinth erbaut, um mehr als nur seinen Körper hier zu verwahren. Er hat es gebaut, um seine größte Schöpfung zu sichern, seine schreckliche Maschine. Die rote Maschine.
Oh, die rote Maschine. Warum wird mir das erzählt? Weil ich euch brauche. Die Maschine braucht euch. Die Maschine war sein Lebenswerk. Ein perfektes Rätsel, das alle seine Geheimnisse barg. Sie war zugleich Tresor und Bibliothek. Die Gelehrten der Akademie behaupten, die rote Maschine wäre nie fertiggestellt worden. Sie sagen, sie hätte nie funktioniert. Aber ich weiß, wie sie funktioniert und wie sie betankt wird. Wieso informiert ihr dann die Gelehrten nicht? Sie glauben, dass ich die Wahrheit nicht herausfinden kann, da ich weder Sith noch ein Gelehrter bin. Sie ignorieren meine Erkenntnisse und sind blind vor Arroganz. Hört zu, jeder kann die rote Maschine aktivieren, aber solange sie ihr Opfer nicht erhält, stottert sie nur und gibt den Geist auf. Die Maschine braucht Blut und Hass, um voll funktionsfähig zu sein. Wenn ein Sith die Bestien im Grab in ihrer Anwesenheit dahinschlachtet, wären diese Tode ihr Treibstoff. Findet die Maschine im Grab, betätigt ihren Mechanismus. Und wenn sie Tulak Hords Geheimnis endlich preisgibt, bitte ich euch, bringt mir die Inschrift, bringt mir das Wissen, das ich mir erträume. Manche Leute, wollen wir das nochmal versuchen? Das ist normal so eine Heldenmission, eine H2. Heißt normalerweise mit zwei Leuten machen. Erledigen. Aber warum war. Nee, das ist richtig hier lang. Wir probieren es einfach mal jetzt mal aus. Ob wir die hinkriegen. Ich würde sagen, ich bin nochmal optimistisch. Da kriegen wir hin. Bin ich ja zu zweit sozusagen, ne? Wir haben ja wie viele Jahre dabei. Ach, ich bin ja Viviara. Ich meine, wir haben jetzt hier... Wo ist hier? Shay. Shay dabei. Jetzt muss ich nur überlegen, wo müssen wir hin? Da lang? Mal gucken, ob wir jetzt mal das verhindern leider nicht können. Und bleibt unten. Jetzt den nochmal eben. Das ist zu einfach. Zack. Da gibt es noch was zum Einsammeln. So, im Verkaufen. Den Mist wieder. Benötigen Sie medizinische Hilfe? Schrott verkaufen. Oh, da hat er wieder was gebracht. Oh, ich habe schon ganze 2750 Credits. Nehmen Sie wohl. Das ist wenig. Das ist nicht lustig. Nein, ist es nicht. Wir müssen da hin, dieses Grab da. Du meinst da lang. Kommt man da vorbei? Schau an, du kommst an diesen einen Raum wieder vorbei. Einfach hier so zack rüber, fertig. Oh, Maschinenkammer. Wir müssen hier rein. Lilla, Heldenbereich. Ja, ich weiß. Mal gucken, wie hart es wird, ob wir es alleine schaffen. Ich meine, ich war schon lange nicht mehr hier gewesen, gebe ich ja zu. Aber ich sehe gerade gar keine Gegner hier. Ach, jetzt hört es mir ein. Ja, ja, genau. Die Kamera ist verschoben. Okay. Jemand muss hier mal sauber machen. Oh, die können nix. Ich kann sie da hinten angreifen. Jetzt weiß ich, kommen die nächsten. Von da hinten. Ich lasse das mal rankommen. Ein bisschen. Okay, jetzt haben wir da auch noch jemanden. Zack.
keine Herausforderung für mich. Und jetzt kommt ein Goldie. Okay. Ich nehme erstmal die Kleinen wieder vor hier. Das war ein Schuss im Ofen gewesen. Und jetzt sind Goldie. Sauber machen. Baby. Geschafft. Wir haben es tatsächlich geschafft. Züchtiger des Züchtigers. Und ein Level Up. Also das hat sich auf jeden Fall gelohnt. Und noch ein Level Up. Level 10 sind wir jetzt. Ab jetzt dürfen wir Gleiter auch benutzen. Genial. Wartet mal. Nochmal wieder zurückklatschen. Ach, wir müssen zu den Typen hin, ne? Ja, komm. Da laufen wir jetzt hin. Aber da ich jetzt ja Level 10 bin, warte mal. Inventar, Leute. Wo sind sie da? Mir fehlt die Fähigkeit. Ich muss erst zum Lehrer hin, das lernen. Da lang. Ja. Aber das haben wir ja. Sag mal so, das ging jetzt recht schnell. Vielen Dank. Müssen wir nicht hier abheben? Ich benötige Heilung. Ich brauche sofort Unterstützung. So, mal überlegen. Erstmal hier hin. Benötigen Sie medizinische Hilfe? Schrott verkaufen, das ist kein Schrott. Leben Sie wohl. Gucken, was ist drin? Ah, schöne Sachen. Eieiei, plus 171 Rüstung. Oh. Ziehen wir sofort an, das Ding haben wir auch noch nicht. Sofort anlegen. Das ist ein Schub gewesen. Bitte verwenden Sie sämtliche Produkte nur nach Anleitung. Leben Sie wohl. Durch die H2 bekommt man auch gute Klamotten. Vielleicht sollten wir das mal zwischendurch aber mal machen. So, jetzt muss ich mal eben überlegen, wo müssen wir jetzt hin? Wo gehen wir denn diese Quest jetzt ab? Ach nee, schon gut. H2 ist dann jetzt ja anders belohnt. Sofort. So, zurück zu Dad Barras. Und wir müssen einmal zum Lehrer hin. Sind glaube ich alle oben. Ich gehe erstmal zu meinem Lehrer hin. Das muss entweder dieser sein. Der ist es aber nicht. Das ist der Inquisitor. Das ist der für den Cis hier. Da. Die Macht ist eine Waffe. Ich werde euch lehren, sie zu führen. Danke. Ja, guck mal. Hey, das war so eine Zeigt keine Gnade.
So, jetzt, Leute, jetzt darf ich. Ich habe ein paar Fluggeräte hier. Das sind halt so Belohnungen gewesen, die man halt so bekommt, wenn man jetzt schon seit Release auch spielt. Da gab es halt immer so Belohnungen zwischendurch. Und ich hoffe, kann ich jetzt alles schön einsammeln. Zack. Jetzt sortiere ich das Ganze schnell nochmal eben. Ja. Ich weiß, das ist ein bisschen langweilig jetzt für euch, ich weiß. Beeil mich auch. So. Jetzt wird der Parasin.